Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Exzess, nein, zu einem neuen Tag mit einem neuen Exzess, Fragezeichen. Und die Frage ist auch, ob die Fed auf diesen Exzess reagieren würde. Und wir wollen uns zunächst mal anschauen, wie dieser Exzess aussieht und uns dann anschauen, welche Optionen die Fed, die ja heute tagt, heute dann auch die Pressekonferenz von Jerome Powell. Und die Fed ist in einer schwierigen Lage. Das versuche ich in diesem Video zu zeigen. Und wir starten mit dem Exzess, wie gesagt, bevor wir dann zur Fed übergehen. Hier sehen wir zunächst mal das, was an den Märkten der Fall ist. Der S&P 500, der DAX, alle gehen nach oben, während die Profit Margins, also die Gewinne, die Gewinnerwartungen zumindest im freien Fall sind. Hier sagt Octavio Costa zu Recht, Markets driven by euphoria never end well. Und Warren Buffett ist nicht ein Idiot. Gestern hatte ich und andere dieses Video eines Traders, der gesagt hat, Buffett ist ein Idiot. Es steigt doch sowieso alles, wir kaufen alles. Das bringt all das auf den Punkt oder hat all das auf den Punkt gebracht, was derzeit letztendlich der Fall ist an den Märkten. Schauen wir uns mal vor allem diesen Exzess mal an bei diesen insolventen Aktien wie Chesapeake, wie Whiting Petroleum, wie Hertz. Die sind teilweise um mehrere hundert Prozent gestiegen hier in einer Grafik, in der man das sieht. Faktisch sind diese Unternehmen wertlos, werden die Aktionäre leer ausgehen und doch steigt der Kurs um viele hundert Prozent, sodass diese Aktien deutlich teurer sind teilweise als vor Anmeldung der Insolvenz. Also das zeigt so ein bisschen, was da los ist. Wir sehen das auch übrigens bei dem Rail-Index in den USA. Der hat jetzt auch ein neues Allzeithoch erreicht, während gleichzeitig die Transporte über diesen Index oder der Rail-Index, praktisch der Eisenbahn-Index, die Transporte von Waren kollabieren geradezu. Also auch hier wieder das Auseinanderdriften zwischen Bewertung und fundamentaler Situation, das passt nicht zusammen und ist eben nur erklärbar durch das, was die Fed getan hat. Wir sehen gestern ja neues Allzeithoch bei dem Nasdaq 100, auch Nasdaq Composite, Nasdaq 100, das erste Mal über 10.000 Punkte. Hier die FANG-Aktien waren es, die besonders gut gelaufen sind. Wir sehen hier zum Beispiel eine Apple gestern plus 3,3%, Amazon plus 3,2%, während der SBY, also das maßgebliche S&P 500 ETF, wie die den S&P 500 Index, Aktienindex abbildet, 0,7% verloren hat. Der Russell hat sogar fast 2% verloren. Also wir sehen diese extreme Divergenz, DAX ja auch gestern unter Druck mit minus 1,6%. Diese extreme Divergenz, dieses Auseinanderdriften verschiedener Märkte, das ist derzeit schon sehr, sehr extrem. Und woran liegt das, dass vor allem die FANG-Aktien so laufen? Das sind vor allem die Retail-Accounts, also das sind die kleinen Investoren, die Amerikaner, die jetzt Zeit haben, die teilweise arbeitslos geworden sind, im Homeoffice sitzen. Pardon. Und die kaufen vor allem diese Mega-Cap-Growth-Stocks wie Apple, wie Amazon, wie Microsoft. Das sind die Werte, die hier reingelegt werden. Hier sehen wir, wie diese Kurve massiv nach oben geht. Die anderen Aktien, ja, da haben wir auch diese helleren Grafiken unten, diese helleren Linien unten, da haben wir auch einen Anstieg, aber lange nicht so wie bei diesen Mega-Caps. Und hier sehen wir das auch nochmal. Robinhood ist so ein Fintech in den USA, das unglaublichen Zulauf hat, wo die Leute praktisch ihre Trades drüber machen. Und wir sehen Number of Robinhood Users, die S&P 500 gekauft haben, S&P 500 Aktien gekauft haben, sehen wir hier in dieser rechten Grafik, wie die nach oben geht, das ist schon echt der Hammer. Also es sind die kleinen Investoren, die jetzt auf dicken Gewinn sitzen, mit Aktien, mit Optionen. Die Großen sind gar nicht so sehr dabei, das muss man fairerweise sagen. Aber die Frage ist eben jetzt, werden die Großen zulassen, dass die Kleinen sich weiter bereichern oder sagen die, nee, jetzt ist mal unsere Zeit, wir müssen den Markt erstmal nach unten drücken. Da gibt es momentan wenig Chance, den Markt nach unten zu drücken, weil die Liquidität eben so hoch ist. Wir sehen hier den Money Supply und wir haben hier praktisch eine Übereinstimmung zwischen diesem Geld, das in die Märkte gespült wurde und in dem S&P 500, gilt für alle anderen Indizes im Prinzip auch. Jetzt sehen wir, dass wir insgesamt seit dem Tief 21 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung weltweit bei den globalen Aktien wieder dazu gewonnen haben. Jetzt sind wir so teuer wie im Jahr oder seit dem Jahr 2002 nicht mehr. Interessant ist, dass der VIX nicht mehr fällt. Wir sehen hier den VIX invertiert, das heißt, Sie müssen sich die Grafik, die rote Linie hier genau andersrum vorstellen. Der S&P 500, der ist ja tendenziell weiter gestiegen, aber der VIX
fällt nicht mehr, sondern er steigt. Da haben offenkundig einige das Bedürfnis, sich abzusichern. Schauen wir uns mal hier an, wie das weltweit gelaufen ist. Ganz oben der S&P 500 mit jetzt knapp 50% Gewinn. Die anderen Indizes sind auch gut gelaufen, aber eben eher so zwischen 33 und 18% oder 18 und 33% von China über MSCI World, MSCI Emerging Markets. Also ist es nach wie vor so, dass die Amerikaner am besten laufen. Europa läuft allerdings auch relativ gut. Und jetzt kommen wir zur Ursache oder zu einer der wesentlichen Ursachen dieser Rallye, nämlich der Fed. Und wir sehen, hier ist ja heute diese Fed-Sitzung, die wirklich ein richtiges Highlight werden wird. Die Frage ist nämlich, was wird die Fed sagen, was wird Jerome Powell sagen? Einer der großen Punkte wird sein, ob man sagen wird, ja, die ökonomische Situation, die hält sich ein bisschen auf. Wir haben hier die Forecasts von der New York Fed, -25%, jetzt nur noch in Anführungszeichen, davor waren es -35%. Wenn die Fed zu positiv ist für die Konjunktur, könnten die Märkte das verstehen als, die Fed wird dann vielleicht bald ein bisschen zurückfahren, ihre Liquidität. Sie hat ja schon getapert, das heißt, sie hat dieses QE, das sie betreibt, so ein bisschen zurückgefahren, kontinuierlich, von den Märkten kaum bemerkt. Wir sehen aber hier, die Total Fed Assets sind natürlich steil nach oben gegangen, also die Bilanzsumme, das, was die Fed in der Bilanz hat. Aber manche werden sich fragen, ob man vielleicht seine Hand ein bisschen überspielt hat, wenn man sieht, wie die Märkte, die Aktienmärkte agieren, die sagen, ja, oh, das ist gar kein Problem. Wenn man sieht, dass jetzt die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag reinkamen, wunderbar waren, waren zwar wunderbar falsch, aber das interessiert auch keinen. Dementsprechend ist die Frage, was man tut. Es geht auch hier um diese sogenannte Main Street Lending Facility. Das sind Kredite, die man anbietet seitens der Fed. Das ist ja auch etwas Neues, dass eine Notenbank direkt Unternehmen finanziert. Das sind Kredite zwischen $500.000 und $25 Millionen. Das hat man aber noch nicht so richtig auf den Weg gebracht und ist da so ein bisschen hinterm Zeitplan hinterher. Hier habe ich nochmal gezeigt, welche Programme die Fed derzeit hier am Start hat. Commercial Paper Funding Facility, das größte mit 1,1 Billionen. Money Market Fund, Liquidity Facility, dann dieses Main Street Lending Program, das ich gerade gezeigt habe und so weiter und so fort. Es ist sozusagen ein sehr ausdifferenziertes Werk. Wir haben jetzt aber die Situation, dass die Renditen für US-Staatsanleihen gestiegen sind, nämlich die 2-jährige und die 10-jährige. Die länger laufenden Anleihen vor allem sind stärker gestiegen. Und jetzt hat gestern Jeff Gundlach, der Bond-Guru, einen Podcast gemacht, wo er nochmal klar darauf hinweist, wenn die Renditen weiter steigen, also die Schuldenaufnahme teurer wird, dann wird die Fed eine sogenannte Yield Curve Control machen. Was ist diese Yield Curve Control? Das ist praktisch die bekundete Absicht einer Notenbank zu sagen, ich habe hier zum Beispiel 10-jährige Anleihen des Staates USA und wir tolerieren nicht, dass diese Renditen, die Risikoprämien für diese Staatsanleihen über ein bestimmtes Niveau gehen. Damit sie das garantieren kann, muss sie sozusagen die Staatsanleihen selber kaufen, denn damit sinkt die Rendite, da ist praktisch Nachfrage nach diesen Staatsanleihen. Je mehr Nachfrage bei Staatsanleihen im Markt sind, umso geringer die Prämien, die Risikoprämien, die ein Staat bieten muss, weil die Nachfrage ja angeblich so toll ist, auch wenn es eine künstliche Nachfrage durch eine Notenbank ist. Dementsprechend könnte das heute schon so ein bisschen auf der Agenda stehen. Wahrscheinlich wird es noch nicht zu dieser Yield Curve Control kommen, aber wir haben jetzt in letzter Zeit Richard Clarida, Brainard, Bernanke, Yellen, die Ex-Fed-Chefs, die gesagt haben, ja, wir müssen vielleicht diese Yield Curve Control machen, wird uns vielleicht nichts anderes übrig bleiben. Die australische Notenbank hat das im März diesen Jahres bereits gemacht. Also das wäre jetzt nicht wirklich etwas Neues. Auch die Bank of Japan hat es gemacht und die Fed selber hat es schon in den 1940er Jahren einmal gemacht, als man die länger laufenden Staatsanleihen bei 2,5% praktisch gedeckelt hat und gesagt hat, hier nicht drüber, damit der Staat sich finanzieren kann. Damals 1942, ja Krieg. Damit also die Finanzierung eines Staates nicht zu teuer wird, deckelt man die Renditen. Das könnte eines der ganz, ganz großen Themen in nächster Zeit werden. Was wir hier jetzt sehen, ist something completely different, nämlich die Situation in Sachen Corona. Und hier sehen wir, dass die Sache sich nicht wirklich entspannt in den USA. Fauci hat jetzt nochmal gewarnt, wir sind noch lange nicht raus aus dieser Nummer. Wir sehen, dass die Texas Hospitalizations auf ein neues Allzeithoch steigen.
Das sind also praktisch diejenigen, die ins Krankenhaus müssen wegen Covid. Hier sehen wir, dass wir da ein neues Hoch erreicht haben. Aber es ist eben nicht nur Texas, sondern es sind eben sehr, sehr viele Bundesstaaten in den USA. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber für Sie, dass Sie das besser sehen können. Also wir haben mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten haben einen Anstieg in Sachen Covid. Und das ist natürlich dann eine neue Dimension oder beziehungsweise diese Furcht, dass diese ganze Geschichte doch nicht so schnell vorübergeht, wie die Märkte sich das vorgestellt haben. Abschließend noch ein Blick auf das, was heute aus China kam. CPI, also Verbraucherpreise, niedriger als erwartet. Wir haben jetzt minus 0,8%, nur 0,5, minus 0,5 war erwartet. Wir haben die Erzeugerpreise, die deutlich stärker gefallen sind als erwartet. Das heißt nichts anderes, als dass die chinesischen Firmen keine Preissetzungsmacht mehr haben. Und dementsprechend sehen wir, dass also offenkundig China sich nicht so ganz toll erholt, denn sonst würden Verbraucherpreise anziehen, Erzeugerpreise anziehen, wenn die Wirtschaft stärker laufen würde. Das ist das große Problem. Wir kommen zu den Charts, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, das ist der Nasdaq 100 bei 10.004 Punkten. Die Charts sind von Capital.com, bevor ich das vergesse. Wir sehen, dass wir hier also diese 10.000er Marke jetzt überschritten haben. Wir haben das ähnliche Bild natürlich beim S&P 500, aber es ist nicht so bullisch beim S&P 500, auch beim Dow Jones. Der musste gestern eine Verschnaufspause einlegen. Wir sehen, dass wir jetzt so leichte Abgaben haben hier im 5-Minuten-Chart. Das ist also ein sehr kurzfristiger Chart. Wir sehen hier den DAX, der es wieder geschafft hat, über die 12.700er Marke zu kommen. Gestern ja hier dieser Abverkauf, dann diese zittrige Erholung, wie Rüdiger Born sagen würde. Ich liebe ihn dafür. Wir haben Gold, das aktuell sich gut halten kann, 1717. Wir haben Euro-Dollar, der gestern ja wieder zulegen konnte. Jetzt schon im Bereich 1.1370 hier unterwegs ist. Wir haben in Asien wenig Bewegung gesehen. Nikkei jetzt in den letzten Minuten unter Druck, respektive der Nikkei Future. Und wir haben Crude Oil, das ein bisschen unter Druck ist, nachdem gestern die API-Bestände deutlicher gestiegen sind als erwartet. Über 8 Millionen Barrel war eigentlich ein leichter Rückgang erwartet worden bei diesen Beständen. Also, das ist mal ein kleiner Blick auf die Lage, die wir derzeit hier vorfinden. Es ist schlichtweg so, dass wir natürlich jetzt die Situation haben, dass wenn die Fed hier so agiert, wie sie agiert, dann wird die ganze Exzessgeschichte weitergehen. Das ist das große Problem. Dann wird eben dieses Szenario weitergehen, dass Kurse steigen, aber praktisch die Unternehmen, die diese Kursentwicklung nicht rechtfertigen können. Die Fed wird möglicherweise sagen, oh, Wirtschaft doch nicht so schlimm, wie man befürchten musste, aber wir wissen nicht genau. Die Fed wird vielleicht sagen, okay, wir werden jetzt erstmal keinen Ausblick geben, weil die Unsicherheit zu groß ist, also eine sogenannte Forward Guidance nicht geben. Wird man sich zur Wirtschaft, wird man sich zu den Aktienmärkten äußern? Wird man in Sachen Yield Curve Control, also Kontrolle der Zinskurve, etwas sagen? Das große Problem, wenn ich versuche, die Staatsanleihenrenditen zu manipulieren, ist, dass ich dann sozusagen auch einen unglaublich guten Indikator für Kommendes manipuliere. Es war ja so, dass die Zinskurve in den USA sich invertiert hatte, schon lange bevor wir Corona hatten. Aber wir wissen ja jetzt, dass im Februar schon die Rezession begann in den USA, bevor Corona überhaupt dort aufgetaucht ist in größerem Maßstab. Dementsprechend hatte die US-Zinskurve, also die Differenz zwischen Renditen kurzer laufenden und länger laufenden Staatsanleihen, schon auf diese Rezession hingewiesen. Wenn ich jetzt als Notenbank hergehe und die länger laufenden Staatsanleihen manipuliere, dann kann ich sozusagen diesen vielleicht besten Indikator für Kommendes, für Zukunft, dann schalte ich den aus, und das ist ein Riesenproblem. Die Fed hat nicht zuletzt darauf reagiert, als die Zinskurve sich invertierte, dass sie dann eben die Zinsen nicht weiter angehoben, sondern gesenkt hat. Sie hat also praktisch auf den Anleihemarkt reagiert und nicht andersrum. Der Anleihemarkt ist also ein Frühindikator, der für die Fed eine Signalfunktion hat. Und diese Signalfunktion ist allerdings auch den Aktienmärkten nun inzwischen verloren gegangen, eben durch die Liquidität der Notenbanken. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Heute im Marktgeflüster nochmal vor der Fed-Sitzung ein kleiner Aufriss über das Geschehen. Jetzt sage ich Ihnen Servus und Ciao. Machen Sie das Beste aus diesem